Vorwärtsbogengang-Tutorial. So sollte es auf jeden Fall am Ende aussehen. Und ihr solltet auf jeden Fall dafür einen sicheren Handstand und eine Brücke aus dem Stand beherrschen. Wenn ihr das schon könnt, dann versucht mal einen Handstand zu machen und euch vorsichtig in die Brücke fallen zu lassen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Übung für den Anfang und das habe ich auch genauso gemacht. Wenn das auch schon gut klappt, dann könnt ihr das direkt mit dem Aufstehen versuchen. Wenn ihr euch dann sicherer fühlt, dann könnt ihr mal versuchen, einen Handstand mit einem Spagat zu machen. Und irgendwann werdet ihr euch dann trauen, auch rüberzukommen. Das ist wirklich reine Übungssache. Damit das Ganze ein bisschen einfacher ist, könnt ihr das auch mit einem Anhüpfer üben. Dann habt ihr auf jeden Fall genug Schwung, um rüberzukommen. Jetzt erkläre ich euch mal die Technik. Und zwar geht jetzt quasi in den Handstand, nur im Spagat. Setzt das erste Bein schon mal auf und das andere Bein zieht quasi euren Oberkörper mit hoch und dann nur noch aufrichten. Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Üben.